Ich bin Susanne und bei DIY für Tiere zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr coole Projekte umsetzen könnt, die hoffentlich euch und das Leben eurer Tiere bereichern können. Hallo zu einer neuen Folge DIY für Tiere von My Homebook und Petbook. Ich bin Susanne und vielleicht habt ihr eine Katze zu Hause und wollt die noch ein bisschen beschäftigen oder ihre Intelligenz ein bisschen herausfordern. Dann zeige ich euch heute im Video, wie wir ein Fummelbrett für sie selber machen können. Was ihr dafür braucht, ist eine Unterlage, zum Beispiel ein Brett, optional Farbspray, Holzleim und Utensilien, die ihr später auf das Brett kleben wollt. Das ist, glaube ich, das einfachste und am schnellsten umzusetzende DIY aus unserer Reihe, denn es geht am Ende wirklich nur darum, die einzelnen Utensilien auf das Brett zu kleben und dann mit Farbe einzusprühen. Und schon hat eure Katze mega Spaß damit. Ich habe ganz verschiedene Sachen zusammengesammelt. Einmal eine leere Eierpackung, da können wir schon mal den Deckel abtrennen. Dann eine leere Pralinenpackung, die macht zum einen Geräusche mega spannend und eure Katze kann später die Leckerlis herausfummeln. Zwei Toilettenpapierrollen, da zeige ich euch gleich noch, wie man die unterschiedlich und spannend anbringen kann. Einen Becher, mega spannend, weil der oben ein bisschen breiter wird und noch einen Holzklotz. Und dann ist es eigentlich super simpel, ihr schaut erstmal, was ihr habt. Den Karton würde ich zum Beispiel komplett benutzen. Diese Pralinenpackung würde ich, glaube ich, noch mal zurechtschneiden. Bei den Materialien geht das zum Glück ja super mit einer Schere. Und dann schneide ich mir das einfach zurecht. Ich lasse es jetzt erstmal so groß und schaue mal später, ob ich noch ein bisschen was wegnehme oder es erstmal lasse. Würde das da an die Stelle setzen. Eine so eine Toilettenpapierrolle könntet ihr auch hinlegen. Ist, glaube ich, auch super spannend. Dann kann eure Katze von der Seite da so reinfummeln. Diese Rolle würde ich, glaube ich, ein bisschen kürzen, denn die hat ungefähr die gleiche Höhe vom Becher. Vielleicht ist das dann auch noch mal interessanter. Ein kleines Stück abnehmen. So, würde ich das dahin machen. Dann den Becher an die Stelle und das vielleicht hochkant. Noch mal so als kleine Sperre, dass das schwieriger ist, vielleicht für sie von dieser Seite reinzukommen. Und das klebe ich jetzt nach und nach an den Positionen fest. Dafür benutze ich Holzleim. Dann müsst ihr mal schauen, an welchen Stellen ihr Haftung mit dem Untergrund habt und verteilt dann da gut den Holzleim. Damit es nicht ganz so bunt ist, sondern schon noch mal ein bisschen einheitlicher und schöner wird, sprühe ich das Ganze jetzt mit dieser Farbe an. Wenn ihr das auch machen solltet, achtet unbedingt darauf, dass das keine schädliche Farbe ist. Da könnt ihr darauf achten, dass es für Babys geeignet ist. Dann geht ihr da auf jeden Fall auf Nummer sicher. Dann sprühe ich das jetzt mit Farbe an, vorher gut schütteln und dann erstmal mit einem weiteren Abstand anfangen. Genau, ruhig erstmal von oben und dann könnt ihr euch ja nochmal drumherum bewegen und schauen, ob es von allen Seiten auch gut gedeckt hat. Ja, und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen, denn das Ganze lasse ich jetzt einfach nur trocknen und dann ist es auch schon einsatzbereit und kann an den verschiedenen Stellen mit Leckerli befüllt werden und eure Katze kann sich damit beschäftigen. Wenn ihr noch mehr Inspiration rund um Heimwerken und DIY sucht, dann schaut mal bei myhomebook.de vorbei und für alles rund um Haustiere bei Petbook. Viel Spaß beim Nachmachen!